Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapists. Und wir haben hier eine Schaufel drin, ich bin begeistert. Heute möchte ich gerne in Angriff nehmen, dass wir das Ding hier aufschrauben. Dafür brauchen wir allerdings, haben wir. Und zwar das Klebeband. Gut. Damit können wir dann abends, wenn wir fertig sind mit unserem ganzen Schickimicki-Kram, können wir dann easy zurückgehen, ohne uns irgendwie den Kopf machen zu müssen, dass wir durch die Wachen müssen. Weil ich weiß nicht, ob die mich festnehmen, weil wenn die mich festnehmen, ist ein ganzer Tag für den Arsch. Und ich habe es zweimal riskiert, ein drittes Mal will ich es gar nicht riskieren. Oh, jemand hat Löffel aus der Kabine. Oh, oh. Jemand hat Löffel aus der Kantine gestohlen. Ich glaube, die erwischen mich langsam. Die wissen, was vor sich geht. Wir sind verloren. Nein. So schlau bist du nicht, Justin. Und hey, ich wollte euch anderen auch noch sehen. Na, dann halt nicht. Da ist mein Loch. Da ist eine Leiter. Es ist aber noch alles da. Ich freue mich. So, King Julian. Nö, ich werde King Julian nicht verprügeln. Das ist mein Mod. Miso. Nö, Miso hat mir immer gutes Zeug gegeben. Wo ist denn? Einer fehlt noch. Oder? 4, 8, 11, 14, 15. Nö, alle da. Normalerweise kriegen wir noch mal 3 Quests. Ja, Niklas. Schade, dass du nichts dabei hast. Was können wir denn kaufen? Nix. Okay, Miso. Ich hab grad noch gesagt, dass du den geilen Scheiß hast und dann hast du nur so eine dämliche Taschenlampe. Die, ich weiß nicht mal, wie die funktioniert. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist ein ganz großes Problem. Es gibt eine Taschenlampe und eine Werteuniform. Logisch ist es, wenn man nachts noch eine Taschenlampe hat, damit man ein bisschen unauffälliger ist, weil wenn man der einzige Wärter ohne Taschenlampe ist, ist ein bisschen komisch, finde ich. Naja, wäre auf jeden Fall logischer. Gut, ich muss kurz gucken, wo wir stehen geblieben sind. Ah, die Löffel. Puh, die Beweise. Genau, wir haben hier noch einen Schlagstock. Den könnte ich theoretisch mitnehmen. Ein Holz haben wir hier noch, wir haben die Nunchucks, wir haben den illegalen Beutel und eine Kelle. Ich sollte von euch aus nochmal testen, ob man draußen graben kann. Was ich aber bezweifle, ich bin auch übrigens den falschen Weg gegangen, das habe ich so langsam realisiert. Ich glaube nicht, dass man draußen graben kann. Ich bezweifle das stark. Die Schaufel, genau, die Schaufel war für den unteren Raum, damit wir da weiterkommen, ne? Nö. Nicht mal, wenn wir so tun, als wären wir irgendwo auf Gras. Naja. Hallo! Wer bist denn du? Ich bin schneller als du. Ha! Lass uns ein Wettrennen machen! Noob! Er ist ja sogar stecken geblieben. Naja, gehen wir zurück. So. Schauen wir mal. Haben wir das Ding schon ersetzt? Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Nein, haben wir nicht, oder? Doch, haben wir. Wir haben es ersetzt. Aber es ist so gut wie kaputt. Okay, eine Folie haben wir hier noch. Da möchte ich gar nicht erst rein. Wobei, wenn ich einen roten Schlüssel hätte, wäre das vielleicht cool. Aber durchbohren kann ich mich auch nicht. Ah, von da aus kommen wir eigentlich überall hin, ne? Ja, schade, ich würde gerne an dem Tor ein bisschen rumfummeln. Allerdings sind dann da die Kameras. Das heißt, ich muss erstmal die Kameras ausschalten. Dann könnte ich das Tor versuchen, irgendwie kaputt zu machen oder was weiß ich. Aber solange wir die Kameras noch nicht ausschalten können, per Stromabzapfding ins Kirchens, brauchen wir uns da auch nicht irgendwie drum kümmern. Och, mitten im Gang, Julian. Steh nicht auf, Julian. Steh nicht auf. Ja, ich habe ihn fallen gelassen. Geh vorbei, bitte. Danke. Oh, Julian, du bist der King. Du bist einfach der King, Alter. Ah, schön. So, so lässt es sich doch leben. Ach, Folie haben wir noch hier. Haben wir irgendwas nicht Illegales? Tinte. Tinte ist nicht illegal. Nehmen wir das Poster noch mit und das legen wir dann. Ach, hier haben wir auch noch Stuff drin. Okay. Wir lagern mittlerweile überall Stuff. Sogar auf unserem Boden. Ich hoffe, das verschwindet nicht. Oh Gott, das könnte verschwinden. Stimmt ja. Das muss ich gleich mal verstecken. Weil so nach 3-4 Tagen sammeln es die Werte ein und das ist ein bisschen blöd. Theoretisch hätte ich gerade in meiner Freizeit da schon dran rumbasteln können, oder? An der Kamera. Wieso wollte ich das jetzt nachts machen? Gott, bin ich dumm. Naja, wir gucken uns auf mein Profil. Stärke 99. Intelligenz müssen wir auch noch ein bisschen hochpushen, dann geht das. Jetzt haben wir 3 Quests. Kaufen können wir noch nichts. Tolles. Naja. Quest, TauTV, Julian,
Na gut, ich nehme Miso die Tasse weg, wenn er über den Baum fällt. Oder ich betäube ihn mit einer Tasse. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Je nachdem, wie es ausgeht. Master Blaster und Tobias werden untersucht und da wird direkt der Niklas verprügelt. Das zweite Mal heute, Niklas. Das zweite Mal. Irgendwas machst du falsch. Kann dir nur nicht sagen, was. Okay. Wir brauchen das Gitter. Wir brauchen den Schraubenzieher. Und wir brauchen den. Geht das überhaupt? Shit. Shit. Es ist doch... Es ist zeitlich so nicht zu schaffen, glaube ich. Eine Stunde Zeit. Ach! Leck... Oh, nein! Einfach nein! Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ist wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich, wenn ich drauf gehe. Aufgang. Oh. Oh, ich bin da gar nicht durchgegangen. Ich bin noch gar nicht durchgegangen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich war nicht ansatzweise durch. Ja gut, dann klaue ich wenigstens was. So, ich bin so frei. Ich bin so frei und bediene mich hier einfach. Wenn hier kein Wärter kommt. Oh. Dann öffne das wenigstens noch. Super, nichts. Die Tinte kann ich noch gebrauchen, aber ansonsten... Ich darf auch hier nicht gewinnen. Ich hab gesagt, ich darf nicht gewinnen, Extendix. Mann, hör doch auf mich. Könnte ich das hier liegen lassen? So wird er es nicht sehen, oder? Schlag mich zusammen, los. Oh oh, rennt er jetzt in meine Zelle und klaut das Ding? Ah, wenn schon, wir haben noch eine Waffe gesichert. Abendessen. Ja, er hat die Waffe geklaut, was soll's. Oh, ich dachte, du hast wieder eine neue. Das wäre cool gewesen. Glücklicherweise habe ich Vorrat. Jedenfalls, ich habe gerade kurz Panik gehabt, dass ich wieder irgendwas in der Tasche habe. Jedenfalls können wir jetzt jederzeit, wenn wir oben rumbasteln, nachts zurückgehen und uns einen Keks freuen. Und wer liegt da schon wieder? Ach. Niklas, ich weiß nicht, irgendwie mag dich niemand, oder? Kann das sein? Oder ist es immer derselbe, der dich verprügelt? Dann solltest du mal trainieren gehen. Oder ich gebe dir eine Waffe. Gut. Ich geb dir eine Waffe. Hier, nutze sie weise. Verdammt, nein. Kann die ja bestimmt nicht wieder mitnehmen, ne? Ich wollte ihm schenken. Okay. Nein! Ich bin kein Dieb. Niklas, steh auf! Ich will sie schenken. So, jetzt mag er mich. Stimmt, stimmt. Wir müssen herausfinden, wer hier arbeitet als Hausmeister und uns mit dem anfreunden. Und zwar ist es Miso. Das passt ja wunderbar, Alter. Was? Ich bin doch auf dem Weg, nicht zusammenschlagen. Nicht zusammenschlagen, bitte. 83%. Oh. It was close. Das war richtig close. Okay, alles gut, alles gut. Wir müssen uns so ein bisschen beruhigen, dann geht das. Na, Niklas? Oh, Tobias. Schlaftabletten. Wollte jemand Schlaftabletten? Mir war so, als nö. Sind alle weg. Tau. Ja, Tau hat angefangen, ne? Böser, böser Tau. Schlaftabletten würde ich zwar gerne nehmen, aber... nein, komm. Ganz genau, so sieht's aus, Tau. Hast du es gehört? Wurdest du zurechtgewiesen. Ich hole mir jetzt mal ein paar Likes ab. Wieso mag mich doch? Alles cool. Jörian und seine Kumpels haben dir was weggenommen? Eine Kerze? Aha. War das Julian oder King Julian? Julian, ne? Julian. Eins von beiden. Julian, du magst mich gar nicht. Aber was deine Mama sagt. Oh, Mama sagt, es ist nicht gut für dich. Ich glaube, da will jemand aufs Maul. Bist du schon hier dabei? Ich habe sowieso noch keine Waffe, also ich mache mir da keine Sorgen. Dann kommen ja die zwei Bösewichte. Nugget. Ach, wir sind schon beim Abendappell. Shit, ich wollte... Ich wollte doch nach oben.
Ich glaube, das war Steam. Habt ihr höchstwahrscheinlich gehört, ne? Was soll's? Was soll's? So. Seit wann bekomme ich einen Sound bei Steam? Woher weiß ich, wie sich eine Steam-Nachricht anhört? It's creepy, dangerous und so weiter. Naja, jedenfalls nehmen wir einmal das Ding hier mit. Zack. Wir müssen übrigens... Das ist ein Stück Holz. Das ist ein Stück Holz, Ero. Mit einem Stück Holz kannst du niemanden zusammenschlagen. So. Was wollte ich sagen? Bist du Mama sagt? Nein. Ich hab's vergessen. Bist du Mama sagt? Nein. Mama sagt. Okay, was? Niklas? Nein, ich will niemanden verprügeln. Ich will Mama sagt beobachten. Ich stell mich einfach auf ihn drauf. Jetzt sieht das aus, als hätte ich seine Mütze auf. Oder seinen Kopf. Ich hab das hingekriegt. Hä? Hab ich das geschafft? Da. Ich tarne mich, als Mama sagt. Ich bin der beste Spion aller Zeiten. Hey, Mama sagt, wo warst du? Shit, bist jetzt hier. Ich habe gerade kurz weggeguckt, verdammt. Ich habe auf meine Aufnahme geguckt, da war plötzlich weg. Bist du Mama sagt? Shit. Er ist so, ich glaube, er ist hochgegangen. Ich glaube, er ist hier hochgegangen. Sagt. Shit. Hab ich euch zusammengeschlagen, alles gut. Natürlich haben die nichts, aber ich nehme mir mal kurz die Waffe mit, ja. Ich hoffe, das passt. Und dann muss ich mich zusammenschlagen lassen. Eine Waffe lege ich hier hin, mit der anderen bestelle ich Eiergärken. Vielleicht ist der letzte hier. Danke, mein Spitzel, und schlägt mich zusammen. So behandelst du also deine Spitzel, ja? Wo zusammenschlagen. Als Dankeschön. Lieber Eiergärken, ich dachte, wir sind Freunde. Ich dachte, wir sind Freunde. So, Arbeitszeit. Ach, die liegen ja immer noch. Achso, einer ist abgehauen. Gut, holen wir unsere Waffe zurück. Ach, lieber Eiergärken. Wir bereiten die Schaufel vor. Brüchige Schaufel. Wir brauchen Metallblech und Klebeband. Haben wir alles. Illegaler Beutel ist auch soweit fertig. Das heißt, wir nehmen das alles mal mit. Und die Schaufel. Sauber. Passt das hier sogar auch noch mit rein. Ah, zwei Metallblech, ne? Es tut mir leid, Enterhaken. Moment, ich kann sie doch jetzt jederzeit durchs Dach durchschmuggeln, ne? Stimmt, ich kann jederzeit durchs... Ich kann jetzt jederzeit hier durchgehen. Braucht man den illegalen Beutel eigentlich gar nicht. Die Frage ist, sieht die Kamera das, dass ich plötzlich da verschwinde? Ich glaube, wir müssen es testen, ne? Der Tag ist noch nicht so alt. Der Tag ist noch nicht so alt, wir testen es. Sieht es die Kamera, wenn ich verschwinde? Verschwindibus und weg war er. Wer weiß. Ha! Sie sieht es nicht, okay. Das ist ja perfekt. Das ist unglaublich. Auf dem Dach waren wir schon, ne? Gut, dann platzieren wir den Enterhaken mal in der Nähe des Daches. Dann brauchen wir noch eine Zange später, ne? Stimmt, wir brauchen mehr Zangen, noch ganz viele Zangen. So. Ah, ich habe das Metallblech nicht mitgenommen, aber es macht nichts, hier ist nämlich ein neues. So, und das bereiten wir dann hier vor, ne? Ich möchte das gerne nachts machen, weil ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich tagsüber da grabe. Bin ich ganz ehrlich, ich bin da so ein Schisser. Ich will da nicht erwischt werden. So. Ja, das sieht doch gut aus. Wir kommen jetzt jederzeit von A nach B. Wir brauchen natürlich Unmengen an Folie. Das ist mir bewusst. Sollten wir Folie sehen. Sorry, Eiergärken. Schnappen wir sie uns. Um zum Generator zu kommen, brauchen wir Klebeband. Warum Klebeband? Ich hasse Klebeband. Ich hasse es. Komm, okay, komm. Durchwühlen wir alles mal nach Klebeband. Ist auch nicht schlecht. Den Nunchuck sollte ich mal wegnehmen. Du kommst nicht her, oder? Doch, er kommt her. Eiergärken, was habe ich dir getan? Ich dachte, wir sind Freunde. Und wieder verprügelt er mich. Und ich verprügel ihn. Take these. Oh, glaub nicht.
Er ist noch verwirrter. Jedes Mal, wenn wir ihn zusammenschlagen, wird er nur verwirrter. Naja, ich gehe mal hier nach rechts, ja? Stört dich nicht, oder? Oh, was freue ich mich, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Lass mich nur noch das hier öffnen. Danke, danke. Oh, sie sind verwirrt. Sie sind verwirrt. Nein! Ich will doch nur nach Hause. Ich habe niemandem etwas getan. Ja, also wir sammeln auf jeden Fall Unmengen an Holz. Das ist schon mal gut. Aber das zusammenschlagen lassen, ne? Ist nicht schön. Das ist nicht schön. Naja, stellen wir uns erstmal hier hin, dann klauen wir gleich fröhlich weiter. Wir brauchen einfach eine Tonne an Klebeband. Will nicht, hau ab. Ranzi, kann ich dir sagen, dass du was für mich klauen musst? Komm mal mit, mein Freund. Ranzi. Ja, du kannst nur Leute verprügeln, ne? Hä, es bringt mir einen Scheiß hier, geh, hau ab. Mich stört das ein bisschen, dass Eiergärken jetzt hier rumwuselt. Kommt doch jede Sekunde zu mir, wenn ich hier reingehe. Oder doch nicht. Doch, jetzt kommt er. Kerze. Habe ich genug Holz? Wofür brauche ich Holz? Streben. Aber ich habe später unendlich Holz. Nein, Eiergärken. Er geht einfach nur in den Raum. Habe ich ihn verwirrt. Noch mehr Holz. Was soll das mit dem scheiß Holz? Ich will doch kein Holz. Ich hab doch genug Holz. Ich brauch Klebeband, Leute. Bunker Klebebänder. Wieso Holz? Als ich Holz gebraucht habe, war ich hier nicht da. Um mir Holz zu geben. Okay, ich gehe hier rein. Ich habe keine Ahnung, wo ich bereits war und wo nicht. Die kann ich aber gebrauchen. Ich habe nichts angestellt. Schalte ihn aus. Ich schalte dich aus. Bananamann. Oh. Naja, einer mehr verkrüppelt. Das hat doch so keinen Sinn, oder? Kein Schwein hat Klebebänder. Kann man nicht irgendwie Klebebänder herstellen? Ich meine, Toilettenpapier und Kleber zum Beispiel. Das wäre Klebeband für mich. Improvisiertes Klebeband, Freunde. Oder irgendwie so ähnlich. Ohne Klebebänder kommen wir nicht weiter. Das ist ein ganz großes Problem. Wir können gerne schon mal anfangen, die Wand auszuheben. Wir haben nicht mal eine Ersatzmauer. Wir haben nicht mal eine Ersatzmauer. Da war was, ne? Irgendwas mit der Ersatzmauer wollte ich machen. Freunde, der Masterbrand, Masterbrand. Der Masterplan bröckelt ein bisschen. Und vor allem gefällt mir der da rechts. Als würde er irgendwie zu Dubstep voll abgehen. Oh. Ja, wir müssen Toilettenpapier organisieren. Wieso hab ich da nicht dran gedacht? Wieso hab ich nicht an Toilettenpapier gedacht? Ich weiß, ich habe 50 Mal sein Inventar angeguckt. Habe ich Toilettenpapier zu Hause? Ich gehe jetzt hier einfach weg, das ist mir scheißegal. Toilettenpapier. Ich habe nicht ein einziges Blatt Toilettenpapier. Ich weiß, dass hier irgendwo Toilettenpapier war, aber ich weiß nicht wo. Metallblech, ja. Oh. Ich glaube, so weit kommt es nicht, dass wir nochmal ein Metallblech brauchen, oder? Absolut. Wir werden schon Metallblecher bekommen. Klebeband! Komme. Ich bin hier. Alles ist gut. Nicht zusammenschlagen. Ich bin doch freiwillig hier. Er wurde mich, laufe ich im Kreis. Die kriegen mich nicht. Ich bin viel zu schnell. Ich bin wirklich zu schnell. Nein! Lässt mich! Versteck mich einfach unter meinen Kollegen. Ah, es sinkt tatsächlich.
Muss nur lang genug laufen. Ach, verdammt. Wieso schlage ich denn automatisch zu? Kann man nicht sagen, hey, schlag nicht automatisch zu, dann geht das alles runter. Naja. Hallo, Arif. Gut, gehen wir schlafen. Gehen wir einfach schlafen. Heute bin ich weit gekommen. Ich meine, wir haben den Plan weiter ausgearbeitet. Dann werden wir morgen auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Und vor allem weiß ich noch nicht, wie ich das Segel zusammensetzen soll mit dem Boot. Klebeband hat ja nicht funktioniert, ne? Eventuell Kleber? Oder muss ich erst das Floß ein bisschen aufpushen mit Klebeband? Ein Seil haben wir ja schon drumrum. Übrigens brauchen wir doch ein Seil. Und wir haben hier ganz viel Folie. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich das Boot zusammenpacken soll. Wäre schön. Bis morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.